You wanna be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Dude, see what he's got. Great, that's all I fucking need. Hallo Leute und damit willkommen zurück zur zweiten Folge von... Jetzt bin ich schon wieder Mitte drin, jedes Mal, wenn ich Begrüßung anfangen muss, bin ich Mitte in der Action. Genau, zurück bei Sleeping Dogs. Wir müssen hier irgendwie Kampftraining absolvieren, aber ich muss kurz was machen. Es tut mir leid. Ich will ins Vollbild. Ich weiß gar nicht, ob man es gemerkt hat, dass ich im Fenstermodus war, aber ich bin, ich mache die Aufnahme direkt nach der ersten Folge. Genau, direkt nach der ersten Folge und bin kurz rausgetappt, um mir die Aufnahme anzugucken. Und dabei sprang das Spiel zurück in den Fenstermodus. So, jetzt verprügeln wir die erstmal. Also mit Y können wir kontern, das ist schon mal gut. Also ich soll nur blocken scheinbar. Ah, ich muss überleben. Das bedeutet, mich gar nicht treffen lassen, oder? Tut weh, hä? Okay, das funktioniert bei denen wohl nicht. Hello, boys. Jawohl! Und zum Ende nochmal ein Finisher. Hey! Let it go, man! Then yeah! Boss! We were just leaving. Dollar, huh? And it was just getting interesting, too. Winston! My old friend! So good to see you. How's your family, huh? What do you want, dog eyes? Oh, Winston, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For old time's sake. Let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both Song Ong Yi, both grown men. We shouldn't be fighting like children. Hey, who's the new blood? It's Wei. You remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls with Big Smiley? Oh, Mimi. Oh, yeah. First girl ever sucked my cock. Yeah, so what? Wei's her brother. And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, Wei, what the fuck, man? Seriously, Wei? I apologize. I'm really sorry. Your sister blew me. The night market is mine, dog eyes. You got Siwa in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out. Hey, tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. He hasn't changed. Yeah, he has. He used to be my friend. Jackie, you two go to the night market. You make sure people understand that I'm in control, not dog eyes. Got it? Got it, boss. Momentai. And you fuck up anybody who tries to get in your way. I want to send a fucking message. Alles klar, Winston Churchill. Machen wir sofort. This will be easy. No problem. You just have to be strong. That's what we expect. Also, wenn der Typ sowas über meine Schwester gesagt, hätte ich ihn auf der Stelle sofort hier, wie er steht, abgeknallt. Ganz klare Sache. Also, sofern ich natürlich eine Waffe dabei hat. Hätte. Wenn nicht, hätte ich ihn einfach verprügelt. Geht ja auch. Geh mal auf den Fuß. Ich laber schon wieder so viel Müll. Oh, hi. Dragon Kick? Okay. Nudeltopf? Ich kann hier wohl einkaufen, oder wie? My mother thought maybe a new city, new country, but the hooks weren't deep. And once you start on that shit, it's hard to stop. For anybody. Yeah, when she started. Oh, man. And it was dog eyes they got her into it? Yep. Fucking dog eyes. Noch ein Grund mehr, dem Typ deftig eins auszuwischen.
und was man hier so alles machen könnte, werden wir bestimmt noch im Laufe des Spiels erfahren. Erpressung. Hey, little brother. We work for Winston. I understand. How can I help? Winston runs this place, and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course. No problem. Das ging ja einfach. Das nehme ich doch mal umgänglicher Kunde. Was geht zum Uhrenhändler? Nee, du bist definitiv kein Uhrenhändler. Der ist da vorne, ne? Winston versus Dog Eyes. Just like the movies, man. Wo ist denn der Uhrenhändler jetzt? Ach, da, okay. Hey, you wanna do the talk? We're collecting for Winston. Winston? Dog Eyes said he is in charge here. We're here to clarify that. What, you wanna be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid, you guys. Don't be a tough guy. Komm mit. Wie geil ist das denn? Und was sagst du jetzt? I'm glad I can make you see reason. Take the money. But Doc, I won't be happy. Ist mir egal. Dann ramme ich genauso in die Telefonzelle. Piratenmission, weil die Aktion gegen Feinde erhöhen ihre Punkte. Okay. Nein. He'll just have to drink through a straw for a while. Over here. I think this guy's with Dog Eyes. You work for Winston. We need to discuss business. Winston? I don't have any business with Winston. Everyone has business with Winston. You're gonna pay up, you understand? Go tell Winston to stick a back toy up his ass. Hey, fellas! Okay, ich muss noch mehr Leute verprügeln, kein Problem. Aber ich kann meinen eigenen Typ umdrehen, das ist blöd. Ja, kennst du das? Guck mal. Was? LT, um anzuvisieren, okay. Das kann ich auch. Mach ich danach. Ich weiß, ein Anvisieren ist nicht so meins, ich würde mich lieber ein bisschen freier bewegen. Verschwindet. So. So, immer noch der Meinung. He's obviously better than Dog Eyes. Please give him this payment from me. So lobe ich mir das. I think we're almost done, but let's check over there. Gesundheitsregeneration an. Sie fühlt sich zur Hälfte, kaufen Sie Lebensmittel oder Kriegen. Alles klar. Geh mal aus dem Weg, aus dem Weg. Ja, alles klar, wir besorgen unseren oder beschütze unseren Kunden, dass der uns vertrauen kann. Das ist immer gut. Dann bezahlt er fleißig. Ich hab doch geblockt. Danke. Du bist ein Arschloch, Dummes. Ich will auf den Sack gehen, oder was? Jetzt wird's gerade ein bisschen eng. So, wieder konzentriere. Dann klappt das aber. Ich will den da haben. Ich will den da reinballern, genau. Was haben wir denn da liegen? Was kann ich jetzt mit dem Beutel machen? Achso, damit. Ah, damit könnte ich wahrscheinlich ein paar auf die Maul, aufs Maul hauen. He was demanding 20 times the normal payment. Maybe he has a drug habit or something. For a small fee, Winston will make sure you don't have trouble with gangsters. That sounds very reasonable. Kein Problem. Wer uns bezahlt, der bekommt auch Leistung. Over here. People need to know you're one of us. We got an image to maintain. Only the best brand. People gotta know you're successful. Clothes make the man, huh? Definitely. It's all about the clothes, man. You know how it is. People judge you by how you look. Alles klar, dann holen wir uns neue Kleidung. Aber wo gibt's denn jetzt eigentlich was zu essen?
Ach, da jetzt, okay. Jetzt wäre ich fast dran vorbeigelaufen. So, was haben wir denn? So viel Auswahl haben wir wahrscheinlich noch nicht. Wir haben jetzt Unterhemd. Want some clothes? Und nachgemachter Hang plus Sui mit V-Ausschnitt. Direkt aus der Fabrik zum Freundschaftspreis von 80 Hongkong-Dollar. Ja, kauf mal das T-Shirt. Let me ring that up for you. Ist zwar jetzt nicht so der Reiser. Was gefälschte Jiggler-Jogginghose. Ne, wir benutzen lieber diese Jeans. Stinknormale Schuhe. Unser Typ sieht ein bisschen scheiße aus. Only a crazy man would turn that down. Close here. Elegant, but not too flashy. Get back to Winston. Naja, also vorher habe ich mir besser gefallen. Jetzt sehe ich aus wie so ein. Jetzt nimmt mich doch keiner ernst. Ich sehe aus wie so ein kleiner 13-jähriger Hip-Hopper. Der denkt irgendwie YOLO-Swagger, dreht den Swag auf oder so. Das MC Money oder wie er hieß, der Spasti. Cool wäre. I tell you what I didn't see. Nothing to be impressed about. I'm watching you, new guy. You fuck up. What? We're gonna throw down? What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Jackie, you're coming with me. We got something to take care of. And you, don't fuck with me. Das wird ein Spaß, sage ich euch. Das wird ein Spaß. So, Mission abgeschlossen. Kopf- und Triadenpunkte. Kopf- und Triadenpunkte gewähren Ihnen Erfahrung für den Aufstieg in die nächste Stufe. Steigen Sie auf, um neue Upgrades zu kaufen. Alles klar. Das ergibt Sinn. So, kann ich eine Karte aufrufen? Nein, das war keine Karte. Gefälligkeiten gewinnen Sie Ansehen, indem Sie verschiedenen Leuten Gefälligkeiten erweisen. Okay. Gehen wir mal zu ihr. Wenn die da direkt steht. Can you do me a favor? Probably, yeah. What is it? Mrs. Chu sent over some lunch, but I haven't paid yet. Can you take this back to the restaurant? All right. Okay. You might want to hurry. I heard Dog Guys are sending reinforcement. You should probably be gone before they get here. Was ist jetzt mit Dog Guys? Da kann ich nicht rum. Lass mich mal da durch. Wo ist das Restaurant? Und ich bräuchte dringend Lebensenergie. Da kommt noch irgendwo Nudelsuppe kaufen. Genau hier. Kaufen wir uns mal eine Schüssel Nudelsuppe. Vielen Dank. Und einfach auf die Bude geschmissen. So, wo ist jetzt das Restaurant? Da, okay. Ach, schon wieder, das gibt's doch nicht. Jetzt gehen wir doch nicht immer auf den Keks hier. Vor allem immer so viel. Und ich bin ja immer allein. Wow! Das tat weh. Komm, 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 ab in die Telefonzelle mit dir, du Spacken. Ah, das war leider zu knapp. Nein, ich hab doch geblockt. Bitte was? Bist du für ein dreister Typ? Komm, dann gehst du in die andere Box rein. Wenn ihr sonst nichts zu tun habt, ich hab da kein Problem damit. Du auch, komm mal mit. So, mit Anlauf. Zack. Ah, ich hab doch geblockt. Ja, komm. Ah, das tut doch weh.
Aber irgendwie hat mir eine Steuerung zwischendurch irgendwie aussetzt, hatte ich so das Gefühl. Thanks. 100 Bar, unser Ansehen steigt, unser Geld steigt auch. Immer mehr Geld in der Tasche. So, jetzt haben wir in der Folge zum ersten Mal was Sinnvolles gemacht. Haben unsere ersten Aufträge für die Triaden erfüllt, schon ein bisschen Ansehen gewonnen. Natürlich noch lange nicht so viel, wie wir vermutlich brauchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertungen, Kommentare und das Video, beziehungsweise, ihr kennt, da gibt es so einen schönen Button, der ist ein Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin.